Als ich auf meinem Sessel auswachte, fühlte ich mich immer noch etwas benommen und durcheinander. Von dieser abstrusen Situation, diesem merkwürdigen Ort, an dem ich gewesen war, draußen, der Parkplatz vor Smoke and Mirrors, mit der spärlichen Beleuchtung. Ich wusste, das war kein realer Ort. Die Frage war, warum ich an diesen Ort gekommen bin. Gut, ein kleines, billiges Buchstabenrätsel hatte ich zu lösen, das war mir klar. Im Prinzip lief es, glaube ich, darauf hinaus, dass Selena Sandvik einfach meine Hilfe suchte. Sie klammerte sich förmlich an das Leben, das ich diesem Haus spendete. Und um ehrlich zu sein, wusste ich nicht genau, was ich jetzt tun sollte. Ging durch die Bibliothek in Richtung des Raumes, in Richtung des Geheimraumes. Der sich öffnete, als ich die drei Messer in das Bild steckte. Hier, schon wieder ein Buchstabe. N-O. Vermutlich Englisch für No. Auf dem Schreibtisch lagen Bilder von Frauen, die ein wenig verunstaltet waren. Ich suchte also... Nein! Da saß wohl ein Geist auf dem Stuhl. Als ich auf meinem Sessel ausstand, fühlte ich mich immer noch ein wenig benommen. Von dieser abstrusen Situation draußen auf dem Parkplatz des Smoke and Mirrors, auf dem der Geist von Selena Sandvik um Hilfe gerufen hatte, nachdem ich dann ihren Namen mit großzügig ausgeschnittenen Buchstaben auf den Parkplatz legte. Nun stand ich wieder im Herrenhaus, ein wenig ratlos vor der Situation, was nun zu tun ist. Also musste ich nochmal durch jeden Raum und schauen, ob ich irgendetwas übersehen hatte. Ich ging also wieder auf den Raum zu, der sich öffnete, als ich das letzte Messer in das Bild steckte. Eine Art Geheimtür. Eine Art Durchgangstür, die in ein Hinterzimmer führt. Ich musste mich hier ganz genau umschauen. Mir fehlte immer noch eine Glühbirne. Huch. Ein Buch. Selena Ann William, Auszug 3. Den Sommer 1935 verbringen wir mit Feiern. Jim stellt uns immer wieder neue Leute vor. Er sagt, das sei sein Job als Produzent. Er bezahlt alles. Er bringt mich immer dazu, zu viel zu trinken und sagt, skandinavische Mädchen könnten das vertragen. Ich aber nicht. Aber ich liebe Alkohol. Ich mag Whisky. Und ich bin oft betrunken. Wir geben ein Konzert nach dem anderen entlang der Küste. Nach dem Auftritt kommen die Menschen zu mir. Sie bringen mir Blumen und sagen, dass sie sich keinen meiner Auftritte entgehen lassen würden. Ich kann es kaum fassen. Entschuldigung. Aber ich spüre bereits, dass ich mich verändere. Meine Augen gewöhnen sich an das Scheinwerferlicht. Ich fühle mich immer mehr wohl auf der Bühne und lerne, das Publikum zu verführen und die Männer zu verführen. Sie mögen mich. Sie finden mich schön und ich nutze das aus. Wir proben bei Geth. Das ist unser Schlagzeuger.
Er hat ein Gästezimmer und ich ziehe schließlich dort ein. Meine Eltern versuchen mich davon abzuhalten, aber ich werde erwachsen und sie können nichts dagegen tun. Ich glaube, sie wissen, dass alles enden wird. Wie das alles enden wird. Ich glaube, sie wussten nicht, wie das enden wird. Aber vielleicht wusste Selena insgeheim, wie das enden wird, wenn sie diesen Lebensstil weiterverfolgte. Nie. Was? Also, Selena stand an der Wand. Überall Buchstaben auf dem Boden. Und Fotos. Grausame Fotos. Streichel's an. Was war das? Jemand hatte eine Kerze angezündet. Warum? Plötzlich waren meine Streichhölzer weg und ich hatte keine Ahnung. Warum? Ohne Streichhölzer in diesem Haus hin und her zu laufen, war wirklich eine Qual. Konnte ich das Regal zur Seite schieben? Konnte ich es bewegen? Hier der ominöse Stecker, den ich nicht nochmal anfasste, denn... Durch den elektrischen Schlag, den ich an dieser Steckdose bekommen hatte, bin ich auf diesen merkwürdigen Parkplatz gekommen. Das Regal konnte ich anscheinend nicht mehr zur Seite schieben. Scheiße, ich brauchte Streichhölzer. Ohne Streichhölzer konnte ich nichts in diesem Haus tun. Die Frage war... Oh no, oh no, oh Vicky! Holy moly, dachte ich mir. Alles wird immer schwieriger in diesem Haus. Ich stand also auf von meinem Sessel. Fühlte mich immer noch ein wenig benommen von dieser abstrusen Situation draußen auf dem Parkplatz des Smoke and Mirrors. Ich hatte keine Ahnung, was das für eine merkwürdige Situation war. Ich musste Buchstaben auf dem Boden zusammenlegen und dann erschien mir auf einmal Selena, die grausam um Hilfe rief. Sie wollte meine Hilfe. Ausgerechnet meine Hilfe. Dabei suchte ich selber Hilfe. Und Streichhölzer. Ich brauchte Streichhölzer. Die Tür war verschlossen. Warum war diese Tür plötzlich verschlossen? Ich machte mir darüber nicht allzu lange Gedanken, denn im Prinzip vereinfachte es so ein wenig den Weg, den weiteren Weg, den ich gehen sollte. Dies war der Flur, in dem uns Margaret Vesper bisher immer den Weg versperrt hatte. Doch jetzt drohte hier eine andere Gefahr. Eine neue Gefahr mit zwei Geistern. Und da stand sie wieder. Ach, den Schuh. Den Schuh habe ich schon gesehen. Immer der gleiche Schuh, der hier liegt. Immer der gleiche alte Schuh. Oh mein Gott, ich wusste nicht genau, was ich hier machen sollte. Verdammte Axt. Die einzige Möglichkeit, die ich hatte, war zu versuchen, den Geist in eine Ecke mit elektrischem Licht zu locken. Ich schaute kurz auf die Uhr und sah, es war noch ein wenig Zeit, dies zu probieren. Ich musste die Geister definitiv töten. Denn es gab so kein Vorbeikommen.
Also. Also griff ich mir den Scheinwerfer, richtete ihn auf die Geheimtür aus, rannte zur Geheimtür und musste nun versuchen, diesen Geist irgendwie nach draußen zu locken. Ich war mir nicht sicher, ob der Geist meinen Plan durchschauen würde, aber was hatte ich für eine Wahl? Ich musste es probieren. Eine Glühbirne brauchte ich. Komm schon, komm Geist, komm mal weg. Komm schon, komm hinterher. Nein. So saß er also wieder auf seinem Stuhl. Ich glaube, ich musste erst eine Glühbirne finden, bevor ich diesen Geist das zeitliche segnen lassen konnte. Also musste ich den Raum durchsuchen, nach einer Glühbirne. Warum konnte ich mir hier ein Licht anmachen? Boah, da draußen spürte ich, wie ein Geist vorbeilief. Irgendwo musste doch eine Glühbirne hier zu holen sein. Das gibt's doch nicht, dachte ich. Also nahm ich mir meinen Mut zusammen, wartete, bis das vorletzte Streichholz ausging, um ein neues zu erzünden. Oder ging ich weiter? Musste doch eine. William Vespers Auszug, Tagebuch, Auszug 14. Ich habe aufgehört zu jagen. Ich gehe jede Nacht in Smoke, nur ihretwegen, wegen Selena. Sie kam mit ihren Eltern den weiten Weg aus Norwegen und das hatte ich schon gelesen. Also legte ich das Buch wieder zur Seite. Hier stand nun ein Geist. Er wartete vor der Tür, kriechend. What? Komm schon. Komm, du Geist. Komm hinterher. Wir müssen durch die Tür. Nein! 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 Scheiße. Da stand ich nur wieder an meinem Sessel. Immer noch ein wenig verstört von der Situation auf dem Parkplatz draußen am Smoke and Mirrors, auf dem ich Buchstaben zusammenlegen musste und mich Selena Sandwick um Hilfe angeschrien hatte. Ich nahm mir erstmal eine weitere Streichhölzer von der Kommode, denn ich hatte nicht mehr viele auf der Tasche. Ich fühlte mich auch gar nicht mehr so wohl, muss ich sagen. Irgendetwas nagte an meinen Kräften. Irgendetwas sagte mir, dieses Haus wird es mir von Minute zu Minute schwerer machen, einen Ausweg zu finden. Also ging ich durch Gänge, in denen ich vorher nur selten war. Ich hatte die Ahnung, ich müsste eine Art Glühbirne finden. Ich weiß nicht warum. Mich beschlich einfach nur dieses Gefühl. Was mich auch beschlich, war ein Gefühl von Müdigkeit. Ich musste langsam schlafen. Also entzündete ich mir die Kerze und setzte mich nochmal ein wenig hin zum Schlafen.